Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute spielen wir wieder Roblox und ja Leute, heute machen wir mal eine Roblox-Spiele-Tierliste. Das heißt, welche Roblox-Spiele sind die besten? Wir machen quasi die Top 10, Top 30 besten Roblox-Spiele von gut zu schlecht oder von schlecht zu gut, Leute. Eine Roblox-Game-Tierliste. Dafür habe ich was vorbereitet und zwar eine Tierliste, wie ich eben auch schon angemerkt habe. Und ja, da gehen wir auch direkt jetzt rein, Leute. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren coolen Roblox-Videos von mir zu verpassen. Und ich würde sagen, Leute, ab geht's in die Tierliste nach dem Intro. Schnacken wir auch nicht direkt lange rum. Hier haben wir direkt die Tierliste. Hier haben wir die heutigen Spiele. Das sind ja alles sehr bekannte Roblox-Spiele. Hier habe ich die Tierliste. Es gibt einmal nie gespielt. Dann ist, was ist das? Das ist das schlechteste Tier. Dann gibt es schlecht, nicht schlecht. Es könnte besser sein. Okay, gut, sehr gut. Und ganz oben, Leute, Goat. Goat ist das Goat-Spiel, das beste Spiel auf Roblox. Und Leute, nochmal dazu gesagt, das hier ist meine Meinung. Das heißt, ihr könnt eine komplett andere Meinung als ich haben. Das ist vollkommen okay. Das hier ist allerdings meine persönliche Meinung. Das heißt, ja, wie ich die Spiele halt eben finde, wie ich persönlich die Spiele finde. Ihr könnt, wie gesagt, eine andere Meinung haben. Schreibt mal gerne eure Top 5 Roblox-Spiele in die Kommentare oder eure Top 10, Top 30, Top 20, Top 1 oder was auch immer, Leute. Wie gesagt, das ist meine eigene Meinung. Battlefield Chaosing, Leute, habe ich ein paar Mal gespielt. Es ist nicht so mein Geschmack. Ich würde es jetzt nicht als schlecht einschätzen, aber es könnte besser sein. Wie gesagt, Leute, meine Meinung. Und Beastorm Simulator ist okay, Leute. Habe ich jetzt nicht so oft gespielt, aber ist ein gutes Spiel. Build a Boat for a Treasure würde ich auch auf okay sagen, Leute. Was das hier ist, weiß ich tatsächlich gar nicht, Leute. Was ist das hier für ein Spiel? Nie gespielt. Habe ich nie gespielt, Leute. Arsenal ist ein gutes Spiel, Leute, wenn man es halt eben mag. Und ich mag es. Habe ich auch nie gespielt, Leute. Natural Survival Disaster muss ich eigentlich schon fast auf Goat setzen. Aber, Leute, ist ein sehr gutes Spiel. Ist das, was es sein soll. Und passt perfekt, Leute. Und ist auch eins der OGs, Leute. Die kennt man ja eben. Also Natural Survival Disaster ist ja schon eins der Roblox-Spiele, die es eben schon ziemlich, ziemlich lange gibt. Als nächstes haben wir dann Adopt Me, Leute. Ist auch sehr gut. Würde ich jetzt nicht auf Goat setzen. Ich bin mal gespannt, ob ich überhaupt irgendwas auf Goat setzen will. Aber Adopt Me, Leute, sehr gutes Spiel. Meiner Meinung nach, wie gesagt. Und hat natürlich jetzt momentan eher eine Down-Phase. Aber es ist trotzdem ein sehr, sehr gutes Spiel. Meiner Meinung nach. Und Leute, Skywars. Ja, Skywars. Warte mal. Also, habe ich mal gespielt. Es ist okay, Leute. Das ist ja nicht Bad Wars. Das ist ja Sky Wars. Das ist ja was anderes, Leute. Es ist okay. Ist jetzt nicht das Beste, Leute. Tower Defense Simulator ist ebenfalls. Ich habe es nie wirklich aufgespielt. Deshalb kann ich es nicht so gut einschätzen, Leute. Ich würde aber auch auf okay geben, Leute. PG ist gut. PG ist gut. Könnte. Also, ist nicht sehr gut, meiner Meinung nach. Aber ist gut. Blocks haben nie gespielt, Leute. Das hier ist irgendein Lucky Block Spiel. Ist, ich denke mal, nicht schlecht. Epic Minigames, Leute, ist gut. Oh, tendiert sogar zwischen gut und sehr gut. Oh, und dann haben wir Pet Simulator X, Leute. Ich glaube, da müssen wir nicht lange reden. Nein, natürlich, Leute. Pet Simulator ist ein gutes Spiel. Aber manche Sachen sind dann so, was ist das? Beziehungsweise schlecht. Aber, Leute, es ist an sich ist es ein gutes Spiel. Da kann man sagen, was man will. Das Spiel hier ist ebenfalls gut, Leute. Irgendwie Survival Bomb oder irgendwie sowas. Das heißt, das macht auf jeden Fall auch Spaß, Leute. Breaking Point. Ist okay, Leute, könnte besser sein eigentlich, aber es ist okay. Und Bloxburg ist gut, meiner Meinung nach, Leute. Bloxburg ist ein solides Spiel. Super Doomsday Brick Battles, auch gut. Habe ich auch öfters gespielt, tatsächlich, Leute. Hier ist Bad Wars. Ist okay, ist nicht meins, Leute. Wie gesagt, das Spiel an sich ist gut, ist aber leider nicht so meins, deshalb ist es auch okay. Und dann haben wir Brookhaven. Ist auch ein gutes Spiel, ist erfüllt den Roleplay-Zweck, macht sehr viel Spaß zu Roleplayen dort drinne. Deshalb ist es ein gutes Spiel. Das Spiel habe ich tatsächlich, Leute, das ist sehr erfolgreich. Habe ich gesehen, Leute. Es hat sehr viele Spieler, aber ich habe es tatsächlich noch nie gespielt. Wenn ihr mal wollt, dass ich mal dieses Spiel hier spiele, dann schreibt mir gerne in die Kommentare und lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch oben da, Leute. Funky Friday habe ich auch noch wirklich noch nie gespielt. So, dann haben wir Wacky Wizard ist das, Leute. Wäre es jetzt okay, wenn ich das auf was könnte besser sein packe? Weil ich finde wirklich, aus so einem Spiel wie da hätte man viel mehr rausholen können. Da bin ich euch ehrlich, Leute. Murder Mystery 2 ist. Also, ich mag das Spiel echt sehr gerne und es ist sehr gut, aber es könnte echt besser sein, Leute. Also, das Spiel an sich ist, wie gesagt, gut, aber es könnte besser sein. Die Developer geben da leider nicht so viel Pull mehr. Und SBB ist, glaube ich, ein Freizeitparkspiel, habe ich aber nie gespielt, Leute. Outlast ist okay, ist ein okay gutes Spiel. The Maze ist. Das habe ich tatsächlich gespielt, Leute. Das ist sehr gruselig. Das ist nicht schlecht, Leute. Das ist nicht schlecht. Und Would You Rather ist auch nicht schlecht. Ich bin mal gespannt, ob wir überhaupt irgendeins auf schlecht oder was ist das, Packen, Leute.
Marvel's Mania fand ich es auch, das war tatsächlich so okay, Leute, das war tatsächlich okay. Speedrun 4 ist ein gutes Spiel, Leute, ist auch sehr iconic, müsste eigentlich auch auf GOAT, aber lassen wir das einfach mal auf gut, Leute, ich glaube, damit kann man sich gut abfinden, dann Dahoud. Ja, okay, da haben wir unseren ersten Was-ist-das-Kandidaten für alle Dahoud-Fans. Don't get me wrong, vielleicht mögt ihr das Spiel, aber ich find's nicht so nice. Aber wenn ihr es mögt, wie gesagt, es ist meine eigene Meinung. Ich finde das Spiel nicht so gut, aber wenn ihr es mögt, dann mögt ihr es halt oder spielt es halt. Und das könnt ihr auch alle gerne machen. Wie gesagt, meine Meinung, ich find's... Was ist das? Aber wenn ihr es, wie gesagt, mögt, dann spielt's gerne. Ich hab's nie wirklich angeguckt, aber ich war schon ein, zwei Mal drin und ich glaube, ich muss da nicht so viel zu sagen. Mad City ist, könnte besser sein, Leute. Also es war mal gut, aber dann haben sie es ja. Es könnte besser sein eigentlich. Ja, Leute, und Hide and Seek, okay, ist ein okay Spiel, Leute. Tower of Hell, könnte auch meiner Meinung nach besser sein, Leute. Könnte sich auch besser sein, da kann man auch viel mehr draus machen. Oh, Leute, das hier ist sehr gut. Das Spiel ist, also das spiele ich zwar nicht mehr, aber Leute, das Spiel an sich ist sehr, sehr gut. Also, da kriegt man genau das, was man haben möchte. Islands ist auch okay. Islands ist auch okay. Jailbreak ist sehr gut, meiner Meinung nach. Spiele ich auch sehr oft, sehr gerne. Ist ein sehr gutes Spiel, meiner Meinung nach, Leute. Wenn ich sogar mein persönliches GOAT, ich muss mir noch die anderen angucken und dann entscheide ich mal, was hier ein GOAT ist, Leute. Ich glaube, Jailbreak könnte vielleicht sogar mein persönliches GOAT sein. Aber das werden wir gleich herausfinden, Leute. Theme Park Tycoon hier ist ein okayes Spiel. Cook Burgers, nie gespielt, aber denke ich mal, ist nicht schlecht, denke ich mal, Leute. Also ich habe es einmal kurz angeguckt, es sah nicht schlecht aus, Leute. Hier, Flee the Facility ist okay, habe ich auch nie wirklich gespielt, kenne ich aber natürlich, Leute. Das hier ist das Flood Escape? Weiß ich gerade gar nicht, Leute. Packe ich es mal hier hin, weil ich weiß gerade nicht, was es ist. Dann haben wir hier einmal Camping, ist auch okay, Leute. Dann haben wir hier The Normal Elevator, ist halt so ein Elevator-Spiel. Ich denke mal, die könnten alle ein bisschen besser sein. Haben wir Dead Run, könnte auch ein bisschen besser sein, Leute. Survive the Killer könnte auch besser sein. Dann haben wir Royal High. Also das Spiel an sich ist nicht schlecht gemacht, aber ist halt nichts für mich, Leute. Ist halt nichts für mich. Deshalb setze ich das auf nicht schlecht. Aber das Spiel an sich ist gut, Leute. Das hier ist, denke ich mal, okay. Dann haben wir hier einmal das hier. Irgendwas, ich habe keine Ahnung, was das ist, Leute. Das hier ist Flood Escape. Okay, dann haben wir das hier. Das ist auch okay, Leute. Und ja, komm, wir setzen Jailbreak auf Gold. Für mich persönlich, mein privater Gold ist Jailbreak, Leute. Dann haben wir hier einmal die guten. Und hier okay, Leute. Dann haben wir hier, es könnte besser sein. Und halt eben nicht schlecht. Auf schlecht haben wir gar nichts. Und Dahoud ist auch, was ist das? Und nie gespielt haben wir diese hier. Und ja, es gibt natürlich noch weitere und viel mehr Roblox-Spiele. Das heißt, falls du nochmal so eine Tierliste sehen möchtest, dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Wie gesagt, Leute, das war meine eigene persönliche Meinung. Ihr könnt natürlich eine andere Meinung haben, Leute. Schreibt diese auch, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Und ja, das war auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, falls das Video gefallen hat. Und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren coolen Roblox-Videos von mir zu verpassen, Leute. Jailbreak, wie gesagt, spiele ich sehr, 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 sehr gerne privat. Und ja, da würde ich sagen, haut rein und ciao, Leute!